meint. Man muss sich dran gewöhnen. So, jetzt geht aber mal ein Stückchen weiter zurück, finde. So viel Rummel haben Sie sonst nie? Ich habe noch nie erlebt. Also das ist das erste Mal, dass es sowas überhaupt gibt. Ich bin schon über 30 Jahre hier, aber sowas habe ich noch nicht gehabt. So als Deutschlands älteste YouTuberin, wie viele Follower haben Sie da so oder wie viele Abonnenten? Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Der Traffic ist okay, wird das mehr, wird das weniger auf Ihrer Seite? Ja, kommt drauf an, was für Konzerte sind, ne? Ach, Sie singen auch? Ja. Viel Stress mit Autogrammjägern auch? An und für sich nicht, nein. Sind alle friedlich, sind alle nett und freundlich. Hat sich das Publikum so über die Jahre gewandelt bei YouTube? Oh, ich glaube nicht. Heute, dass die jetzt so jung sind, ist das Konkurrenz für Sie oder kennt man sich untereinander? Nein, also ich sage ja, das ist das erste Mal, was ich das hier so mitmache. Und an und für sich sind sie lieb und nett, kann ich gar nichts Böses sagen. Also Hertha ist mittlerweile eingetaucht in die Meute, gibt Autogramme ohne Ende und muss dann nachher nochmal auf die Bühne. Wir sagen schon mal Tschüss hier vom großen YouTuber-Treffen in Düsseldorf. Schauen weiter zum Webvideopreis, wo wir übrigens Mario Sixtus schon begegnet sind. Sixtus! Das war's von hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und Peace out.